Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Division. Der Curry und ich, wir sind hier noch gemeinsam unterwegs in New York City, gerade im Singleplayer-Modus, beziehungsweise im Koop-Modus, aufgrund der Tatsache, dass wir gerade ganz kurz mal ins Lager zurückkehren und wir haben in der Dark Zone in den letzten beiden Folgen relativ viel Stuff organisieren können. Also ich hatte mega viel Loot, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja doch, ich hatte irgendwie zwei größere Waffen. Mhm. War ganz in Ordnung. Ich verstehe, Alter, was war die denn von mir? Okay. Bei mir steht, dass wenn ich zur Operationsbasis zurückkehre, gibt es noch bei mir was zu tun. Ihr klaut jemand ein Taxi, okay? Und also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt nach einer längeren Zeit The Division nochmal spielt, hat man mega Bock drauf. Und was ich sehr cool finde, ist, dass das MMO, das ist ja so ein MMO-Prinzip und das kommt ja bald endlich raus. Und mit, also ganz ehrlich, ich freue mich am meisten, gemeinsam durch die ganzen Häuser zu ziehen und so. Im Singleplayer, also in der Koop-Story auf jeden Fall. Dark Zone finde ich sehr, sehr cool. Aber da bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht, wenn man höheres Level hat oder so weiter. Aber in der Story, also da freue ich mich halt mega auf diese Mission, gemeinsam durch die Häuser zu ziehen und sowas alles. Weil einige haben in den Kommentaren geschrieben, geht doch mal weg von diesem DayZ-Gedanke und freut euch doch einfach mal auf das Game, wie es ist. Nehmt es doch mal so an und das stimmt tatsächlich. Das stimmt. Das finde ich auch ein bisschen, also wenn man das Game halt die ganze Zeit mit DayZ vergleicht und so und deswegen halt sagt, dass es kein geiles Game ist. Natürlich hätte es viel Potenzial als DayZ-Äquivalent gehabt, aber es ist ja halt ein anderes, total anderes Spiel, ne, vom Aufbau her. Eben. Und so wie es ist, ist es eigentlich gut. Ja. Wie gesagt, man muss nur hoffen, dass die Missionen abwechslungsreicher werden und ich weiß dass es hinterher auch solche Endbosse mit Flammenwerfer und so weiter gibt. Boah, stell dir mal vor, die musst du dann bekämpfen gemeinsam, musst du eine Taktik überlegen, wie du die umgehst und so. Das kann schon sehr nice werden. Wie gesagt, am 8. März ist es dann soweit für PC, PS4 und Xbox One und wir werden natürlich auch im PC spielen. So, geborgen. Ich bin jetzt auch jeden Moment da. Oh, warte mal, hier ist noch so ein komisches Symbol. Ja, was ist denn hier? Ins Inventar schicken. Ach, hier ist noch ein Echo, okay. M1A, Klassik, okay. Kann ich alles mal ins Inventar schicken, dann kann ich das mal kaufen. Okay, warte mal, das Echo gucke ich mir noch an. Alter, ich kann so viel verkaufen. Hey, was darf sein? Ich finde das so geil mit diesen Echos, ey. Immer so cool, einen kleinen Einblick zu kriegen, was so passiert ist. Und es war früher tatsächlich immer mein Traum, so ein MMO zu haben wie The Division, ey. Habe ich mir immer gewünscht. So eine geile Welt, so ein modernes MMO halt, weißt du? Ja. Und dann gab es immer mit Elfen und so weiter und dann habe ich mir immer gedacht, ja. Dennis wollte keine Elfe sein. Nee, ist nicht so meins. Aber hier, ey, das ist schon genau so was Realistisches halt, in Anführungszeichen, weißt du? Ja. Sehen Sie sich die Schuhe an. Haben wir jetzt auch ein blaues Wäffchen, schön. Okay, ich hole mal mein Lager durch, ey. Da muss ich als obersten Shit haben. Ey, was ist denn hier los? Achso. Hey, was denn? Mein Charakter läuft die ganze Zeit vom Lager hin und her. Ah, jetzt hat er's. Boah, also die M1A ist ein Sniper tatsächlich. Mit echt krasser Reichweite. Okay, 112 hat die. Okay, da muss ich nochmal gucken, ey. 112. Nachladezeit ist natürlich nicht so krass. Stabilität, warte mal. Boah, 34 Schutzholster. Was habe ich hier? Weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich viel mehr gelootet habe. Krass, okay. Ich gehe mal kurz verkaufen ein paar Sachen, damit 110, mein Inventory 112. Mal ein bisschen... Okay, was kann ich denn verkaufen? Die M4, ich habe eine M4, Stufe 4. Okay, die verkaufe ich mal. Ja. So. Die behalte ich, den Magnum behalte ich auch, Ich habe 112. Da rüste ich die mal aus. Da muss ich dann aber das Visier draufpacken. Ja. Komm. Nee, ich meine. Oh, warte, das ist ja Quatsch. Ja, die muss ich verkaufen. Ja, zack. So. Machen wir hier das Visier drauf. Bestätigen. Ja, nice. Wie viel hast du denn jetzt eigentlich schon? Was denn? Money. Weiß ich gar nicht. Ich muss noch ein paar Sachen verkaufen. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie 900. Boah, okay. So, dann habe ich mal das hier. Dann kann ich die mal verkaufen. Sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ja, mache ich auch. Ah, ich guck gerade auch mal mein Inventory, weil ich gerne die Sniper auswählen würde. Und viel Geld aber diese Dark Zone Waffen geben, ey. Ja. Boah, ich hab auch jetzt so einen Sniper Curry. Zack, zack. Ja, das ist echt nice, also Kopfschussschaden ist dadurch echt mega. Kannst du sogar noch ein Visier drauf packen? Achso, kannst du noch ein Visier drauf packen, krass. Holo-Visier? Oder nimmt man Stiloptik, nehme ich mal das hier.
Weil Reflexvisier ist eigentlich besser. Ja. Erzähl, Gewi, ich habe eigentlich alles, bisher ist eigentlich alles in Ordnung hier. Ich brauche jetzt auch keine Waffen mehr, glaube ich. Ne? Für die hier? Die haben wir, die haben wir zurück. Haben wir hier noch für Kram? Mündung? Ja, genau, da können wir noch einen Schalldämpfer draufpacken. Hey. Wenn uns nicht jeder hört. Die habe ich ja ausgerüstet. Hey, ich hab, was Sie brauchen. Okay. Was habe ich denn hier für? Können wir bei der AK nochmal gucken, ob wir da irgendwas haben. Mündung. Oh, da kann ich auf jeden Fall 12 drauf lassen. Das lasse ich so. Ah, das Visier passt bei der Dings nicht so. Ah, Zieloptik. Boah, 12 Mal, Alter. Okay, zack. Warte mal, ich habe auch so viele. Ich muss das mal kurz anders machen. Warte mal, zurück. Eine bessere Auswahl finden Sie nirgendwo. Ja, ja. Wie viel Waffen Curry kann man immer genau mitnehmen? Ich glaube 3. Also einmal eine Pistole und 2 so Krasswaffen. So. Jetzt habe ich ein bisschen Kohle. Ja, die Skaha ist die gut, ey. Ich weiß nicht. Du kannst ja gucken, ob die besser ist als deine Anfangswaffe, also deine jetzige Waffe. So. Solche Geschäfte gefallen mir. Kann ich mir ein paar Sachen kaufen vielleicht? Sind Sie auf irgendwas gestoßen? Aber man kann ja. Achso, ne, schon gut. Ah, so, okay, zurück. So, es gibt ja auch optische Verbesserungen, ne? Ja. Aber die kann man doch nicht benutzen, oder? Fertigkeitsstärke, dann machen wir die hier. Boah, der moderne Windbreaker sieht auch nice aus. Zack. Ich muss mal ein bisschen ausrüsten hier. Was hat er? Hat der neue Sachen? Ja, siehst du mir das an, ja? Schalldämpfer können wir mal draufpacken. Weil irgendwo hin zurückkehren, wohin denn? Bedrohung. Ah, ich muss hier noch mit der Dame reden, mach ich mal eben. Ja, mach das mal. Zack. Dann sind wir wohl fertig. Ah, ich habe Stufe 7 erreicht, okay? Was ist das denn hier? Zack. Na, Schalldämpfer habe ich drauf, nice. Das ist doch ganz in Ordnung, was man jetzt hier hat. Kann sich doch sehen lassen bisher. Rüstung würde ich gerne mal aufrüsten. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder draußen, oder was? Ja. Vergesst das Auffüllen nicht. Nimm dir mal, da saß mal prima, hey, Köfte. Und dann geht's wieder ab in die Daki, oder was? Ja, Mann, in die Daki. Wir sind wieder voll am Stissel, Curry. Ab in die Draki. Was? So. Hier habe ich jetzt das Sniper Rifle? Ne, warte mal. Nee, ich brauche mehr Lebenspunkte. Ich muss das mal kurz umrüsten. Was habe ich denn hier gerade? Ah, okay. Würde ich gerne die hier nehmen. Als Hauptwaffe nehme ich die AK wieder. Warte mal. Da, Lebenspunkte, das wäre mal nice. Schnittresistente. Was ist das hier? Wie viel habe ich da? 200. Jo, Mann, jetzt haben wir Sniper da! Ja, ich auch, nice. Dann hole ich mir, glaube ich, die hier. Das ist mein Charakter, liebe Freunde, und der wird jetzt in der Dark Zone ein paar Äste kicken, Alter! Was? Komm mal raus jetzt aus der Curry. Kann ich verkaufen? Ja, ja. Okay, ich markiere mir schon mal die Dark Zone. Zack. Alle Nebenmissions haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Kommen Sie schnell wieder. Nice, ey, jetzt sind wir noch ganz gut ausgerüstet. Ab geht's, Freunde! Okay. Okay, ich habe einen Dark Zone markiert. Okay, ich habe einen Eingang für die Dark Zone markiert. Guck mal hier, Curry, Alter. Ja, guck mal hier, Alter. Guck mal hier. Ja, was hat. Achso. Hier. Jo, Mann, haben wir dieselbe? Was hast du für eine? M4A1 oder so. Jo, Mann. Und hier. Einen fetten Schalli drauf, Alter. Ja, hab ich auch. Hier, guck mal, meine AK, Alter. Ja, nice, Mann, wir sind gewappnet. Go, auf geht's. Wir rein jetzt in die Höhle. Jetzt wird gerampelt, Alter. Yeah. Hey, lass mal gucken, ob ihr richtige Action erwartet, ob ihr richtige Action erwarten könnt, ob ihr jetzt mal hier die bösen, Also wenn du mit so einer Sniper Headshot verteilst, das ist echt nice. Wir müssen uns eigentlich, ey, ist blöd, dass man sie nicht hinlegen kann.
Ja, aber es reicht eigentlich schon, wenn man sich irgendwo hinter versteckt oder so. Ja. Und dann in Ruhe zielt. Aber hinlegen wäre trotzdem nice fürs Gefühl einfach so, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, bin die Dark Zone, liebe Freunde. Lasst uns durch, Freunde, wir müssen durch. Vielleicht können wir noch einen kontaminierten Bereich ansteuern oder so, dann können wir den looten. Sie sollten helfen, nicht alles schlimmer. Übrigens, wenn man stirbt die ganze Zeit so, ne, dann verliert man auch wieder den Rang. Echt? Ja, also hier den Dark Zone Rang. Ich bin jetzt nämlich wieder Rang 9. Krass. Einfach so abgestiegen. Also man kann tatsächlich auch absteigen, okay? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube hier kann man nicht absteigen im Einzelspieler. Weiß ich aber nicht, keine Ahnung. Das kann natürlich auch passieren. Man weiß es nicht, ja. Ja, muss man darauf achten, ne? Muss man darauf gucken, muss man ausprobieren. Aber jetzt geht erstmal los. Aber wie krass die Spiele inzwischen aussehen, ey. Ja. Wenn man es mir früher stimmt. Bedenkt, so. Erfasse ein Echo in der Nähe. Der mit seinem Echo die ganze Zeit. Echo Freshman. Hot Dogs. So, 2 Meter. 200. 200 Meter. Einmal hier rüber hüpfen. Nach rechts. Also, ich finde, klar, es sieht nicht aus wie im E3-Trailer. Aber ich finde, wer sich über dieses Spiel beschwert, ey. Ja, aber es sieht nicht scheiße aus. Nee, auf keinen Fall. Ich meine, wenn man überlegt, was hier alles rumsteht und was für Details hier überall sind, ne? Ja. Und es läuft technisch auch richtig gut, ey. Ja. Ja, wenn man hier mal dieses brennende Haus anguckt, also die brennenden Sachen hier anguckt. Boah, freue mich schon auf den Times Square und so, ey. Ja, Mann. Gibt's ja auch so ein Gameplay-Trailer. Ja. Wo wir dann Times Square Action machen. So, ich bin drin. Komm auch, ey. Ab geht's, Mafu. Okay, that's on, we are bad guys. Komm mal auffüllen. Was macht meiner denn, Alter? Was macht der da? Hä, was machst du denn? Hä? Was macht der denn? Ah, jetzt. Aber kann ich mir hier was holen bei der Tante? Nee, ich muss Rang 8 sein. Ich muss Rang 8 sein, ey. Weil die Waffen sind auch nicht so geil. Nee, ist auch low. Also was man sich bei der Eulen hier kaufen kann, ist eigentlich schwachsinnig. Warte, ich verkaufe mal kurz hier die paar Pistolen, da. Okay, Dennis, ich betrete die Dark Zone. Okay. Ich komme mit, aber ich lass uns aber zusammen gehen, Curry, warte. Ja, ja. Lass mal so echt so irgendwo hingehen. Da steht schon ein Typ. System neu gebootet. Läuft gerade nach links rum. Aber der ist, Sie betreten jetzt die Dark Zone. Nicht abtrünnig, oder? Nee, der ist lieb, ey. Also der ist halt nicht... Der ist ein Lieber. Der wird nicht gesucht. Komm, wir gehen mal in den Bereich hier, Curry. Welchen Bereich? Achso. Da wird schon wieder geballert. Ja, aber nicht auf uns. Na, alles cool. Nix. Hier ist nix. Ist da gar nichts? Ne, ich geh mal hier hoch. Jo, Alter, nice. Ja, doch, da kann aber was sein. Geh doch die Leiter hoch. Guck mal hier das Bild, ey. Joker, oder was? Ah, hier ist eine Kiste. Guck mal, aber die ist gelootet. Echt? Ach, Leute, Mann. Mann, wir haben kein Glück. Seid ihr bescheuert? Wollte kein Glück. Juhu! Hui, ab geht's. Okay, rechts von uns sind Schüsse, also links da in die Straße rein. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Ja, gehen wir links lang. Komm, wir gucken nach hier nochmal. Vielleicht haben wir da noch ein Kistchen. Was? Warnung, Betreten eines kontaminierten Gebiets. Ne, ist auch leer. Ist auch schon weg. Das gibt's doch nicht. Rechts ist alles eine Bergung, deswegen weiß ich auch, warum da geschossen wurde. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Ja, das ist da oben auf dem Dach. Kann man da irgendwie gegenüber aufs Dach? Ich weiß es nicht. Da klettert gerade jemand das Seil auf jeden Fall hoch. Okay. Willst du da hochgehen? Nee. Lass mal gucken, ob wir irgendwie gegenüber hoch können. Da oben steht auch jemand. Na, hier kannst du nirgendwo gegenüber hoch, das ist scheiße. Nee, gegenüber können wir nicht hoch, nee, das stimmt. Mein Heli haut jetzt eh wieder ab. Da kommt jemand, Curry? Wo? Oh. Hier. Macht aber nix. So. Lädt aber seine Waffe nach. Er zieht auf uns. Alter, warum schießt du auf den? Weil er uns 100% angreifen wollte, Alter. Ich bin doch nicht doof. Wir haben aber auch abgeschossen. Komm, Curry, wir holen uns den. Ja, wir werden von den anderen auch abgeschossen. Boah, das gibt's doch gar nicht. Ah, der hätte uns aber 100% angegriffen. Mann! Alter, bist du tot? Ja. Ich muss weg. Fuck, der hat nachgeladen und hat gezielt. Vielleicht wollte er nicht schießen, aber... Alter, Curry, wie die... Ich hab ihn. Wie die alle hinterher rushen, geil. Oh! Ey, was hat der denn gemacht mit dir? Kommt direkt 1000... Alter! Hä? Ich bin
mir weggeflogen, Alter. Der hat mich weggesprengt, ey. Scheiße, Mann. Die kommen mit 3 Leuten, ey, auf mich zugestürmt. Wo machst du Respawn? 191? Ja, wir müssen uns irgendwie eine gute Position suchen für einen Sniper. Mann. Ja, das Problem ist, wenn du jemanden angreifst und dann abtrünnig wirst, dann sehen die dich direkt. Ja. Das ist halt ein bisschen scheiße. Aber wie die direkt alle reagieren, ne? So alle, da ist der Abtrünniger, den müssen wir töten jetzt, alle runter! Vor allem das Problem war, der hat 100 pro überlegt, uns abzuknallen. Ich weiß nicht. Ich warte auf dich, komm. Man kann zwar wieder sehen, wie viele Spieler dann direkt sich einstürzen. Ja. Die dann direkt helfen wollen. Abtrünniger, das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Okay, auf ein neues, aber nicht, lade eben nach. Da vorne kommt jemand, pass auf. Zack. Und weiter geht's. Oh, hier ist ein Abtrünniger, Curry. Echt? Der mich auch gerade angegriffen hat. Ja, können wir den mal schießen, ne? Das können wir ja genauso machen, ne? Der hat sich geheilt, Alter. Wo ist der? LOL. Okay, das sind nur... Lass. Geh in Deckung, Curry, geh in Deckung. Nicht so offen. Alter, das sind 5000 Leute, Mann. Geh in Deckung, Curry. Okay. Ja, die machen nix. Jetzt fällt der... Bleib in Deckung, Curry. Lass die machen. Nur beobachten. Wir gehen in die U-Bahn. Die folgen dem alle. Komm, wir gehen hinterher. Beute! Ja, aber der war gar nicht... Der dürfte eigentlich gar nicht abtrünnig gewesen sein. Weil der den Typen angegriffen hat. Sind die echt in die U-Bahn rein? Ja. Wie die denn suchen, ey? Ich weiß nicht, wo die runter sind. Hey, sind wir hier richtig? Ja, hier sind Leute. Aber vor uns ist auch ein Dings. Ein Bergungspunkt. Na komm, wir verduften mal hier. Da hinter dir waren gerade welche. Hier ist auch wieder jemand, da vorne. Nee, wer ist das? Keine Ahnung, ich sehe den Namen nicht. Alles nicht abtrünnig. Aber wie ist sein Name? Ich sehe den nicht. Oh, Alex. XX. Okay. Mal die Frage, wie viele Leute auf so einem Server sind, ne? Ja. Okay, das ist ein Abholpunkt. Was geht hier? Wer ist das hier? Okay, alles gut. Hast du Loot oder was? Ne? Nee. Keiner nutzt den Abholpunkt, ne? Nee, ja, vielleicht. Obwohl doch, eine Tasche hing da dran. Warte, da hinten kommt einer, warte mal. Da ist einer abtrünnig. Ivezone. Ivezone. Okay, komm, go. Jetzt machen wir es aber mal richtig, Curry. 19 Sekunden. Boah. Okay, stopp. Ach, hier friendly, ist noch einer. Hier ist friendly, noch einer. Friendly. Ja, aber der ist nicht abtrünnig. Friendly. Okay. Wieder jemand eine Bergung gerufen, Alter. Weiter. Komm, wir müssen mal hier. Wir sind mit 6 Leuten hier unterwegs, Alter. Krass. Irgendwo mal eine geile Position für die Sniper finden, ey. Ja, die gibt's halt nicht überall. Es gibt einen Abholungspunkt, der ist gegenüber so ein Kaufhaus. Da kann man drauf, ja. Ey. Das ist aber. Was war das denn, ey? Kann man auch hier rein? Komm, hier kann rein. Man hoch, aber es gibt halt keinen Abholungspunkt, ne? Oh, doch, hier, warte mal, hier ist ein Abholungspunkt. Aber höher kann man nicht, oder? Hä? Hey. Aber warte mal, hier ist eine Kiste. Ja, unten. Ah, die wurde jetzt gerade gelootet, scheiße. Ja. Klar, bei der Anzahl der Leute bleibt das ja auch nie aus. Okay, wo gehen wir hin? Einfach weiterlaufen. Wir werden die ganze Zeit verfolgt, ey. Ja, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob die uns irgendwann mal abschießen wollen. Da sind wir wieder, hör mal. Ey, wo wird denn geschossen? Alter! Da ist einer! Oh, Alex, der ist abtrünnig. Oh? Ah, da hinten, okay. Boah. Da ist noch einer abtrünnig. Hä, was geht denn jetzt ab hier? Okay. So, warte mal, den. Down. Junge, du hast mich vorne angegriffen. Hä, warum bin ich denn jetzt abtrünnig? Was soll das? Ja, was ist hier los? Warum bin ich jetzt als abtrünnig markiert? Was ist das für eine Scheiße? Komm. Hä? Wie komisch war das denn jetzt? Der ist weg. 3. Achso, okay, alles klar.
Wir sind wieder einer der normalen Menschen, Curry. Okay, das haben wir gut gemacht. Aber ich verstehe nicht, warum man manchmal dann als abtrünnig gilt. Das verstehe ich nicht. Hä? Weil ich... Guck mal, hier ist eine Abholstelle, ne? Ja. Die war sinnvoll, die Tauben fliegen in die Deckung und verschwinden. Ja, das sind die Magic-Tauben, Alter. Die sind alle kontaminiert, deswegen können die das. Pass auf, hier oben sind meistens Gegner. Also KI-Gegner auch. Ja, ja, ja. Aber gerade ruhig. Ah, hier steht aber ein Spieler. Der steht hier schon die ganze Zeit. Guck mal. Nee, doch nicht. Was macht der denn da? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Der macht nichts. Oh, hier ist aber niemand. Hier ist alles safe. Easy. Okay, wir brauchen mal eine gute Position auf jeden Fall. Hm. Für den Abholpunkt hier, oder was? Ne, für den anderen. Lass mal zu dem anderen gehen. Welchen anderen? Gibt da noch einer gegenüber, wo diese Shopping Mall ist. Ja, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das ist. Müssen wir es herausfinden, Mann. Warte mal, wir können ja mal kurz gucken auf der Karte. Schutzraum ist hier noch. Hier, wir gehen mal zu dem Abholbereich. Okay. Go, 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 go. Warner, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ja, aber die... Hä? Ist die offen? Na, die wurde gelootet, glaube ich, oder? Ja. Boah, hier wird wieder geballert. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. 2 Meter. 2 Meter? Bei 200 Meter. Boah, Alter, was ist denn da los? Ja, da geht aber auch gut die Party ab. Bei dem Abholbereich, glaube ich. Ist das der? Weiß nicht, ey. Müssen wir mal gucken jetzt. Oder ist das der, der einfach auf der Straße ist? Bergung trifft ein bei dem Abholpunkt. Okay, da können wir dass man hier auf den Kran weiß. Gehen kann, ey. Ja, dass man hier... Man könnte, es gäbe hier so viele Stellen, wo man einfach geil draufklettern könnte. Und dann mal snipen könnte oder so. Aber... Ja, das ist ja aber der Abholbereich, der in... Oder? Ich weiß es nicht. Oh, hier dürfen einfach wieder. Ah, das ist der mit der Tankstelle. Doch, das ist einer. Ja, ist nice. Hier ist hier rechts ist nämlich ein Gerüst. Da ja, wollte ich gerade sagen, das Gerüst. Dann packt man die Wumme aus, Alter. Aber bei der Tankstelle sind Gegner. Oh, warte, die sind gesehen. Ja. Weil ich gehe gegenüber auf das Gerüst. Geh in Deckung, Alter. Alter, wie viele das sind. Okay, ich komme helfen, ich komme helfen. Fuck, fuck. Einen habe ich. Boah. Alter, das sind so viele. Beiden habe ich. Einer kommt jetzt runter. So, weiter, 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 weiter. Hab ihn. Okay. Ah, einer ist nach oben. Ich sehe den nicht. Warte, ich gehe ein bisschen höher. Hab ihn. Okay, nice. Dann lade ich mal nach. Oh, da sind gerade Spieler, die holen jetzt, holen sich jetzt abholen. Also ich muss mich hier noch um einen KI-Typ kümmern. Okay, nice. Prima, mal. Die gehen in Deckung. Aber die sind nicht abtrünnig. Ja, ja. Aber hier ist eine gute Pose. Falls jetzt jemand kommt und auf die ballern will, dann können wir denen helfen. Und noch eine Etage höher, ja. Ja, aber dann kannst du nicht auf die Seite gucken. Ah, stimmt. Schritt, okay. Hier ist nice, ey. Okay. Wir müssen warten, Curry. Was passiert jetzt? Und das, liebe Freunde, seht ihr in der nächsten Episode von The Division. Gibt's doch noch eine Episode. Morgen geht's weiter. Ciao.